Kunststoffbahn. Mit Kim Collins. Und Sie glauben es nicht, wie alt dieser Mann ist. 41 Jahre im letzten Jahr. Ist er noch mit 40 unter 10 Sekunden gelaufen. Unfassbar. Julian Reuss, der deutsche Meister vom TV Wattenscheid. Ein deutscher Rekordhalter. 10,01 aus der letzten Saison. Aber bei der WM wieder mal nicht das gebracht, was er eigentlich kann. Da war er schon im Vorlauf. Mit 10,25 wie in das aus. Julian Vocht aus Jamaika in dieser Saison unter 10, 9,99 bei den Trials in Kingston. Und das ist der Überraschungsweltmeister über die 200 Meter, der Türke Ramil Guliyev, die Nummer 10 der Weltrangliste. 9,97 ist er schon über die 100 Meter gelaufen. Isa Young aus den USA, auch der unter 10. In Sacramento ist nach der WM in Zürich die 100 Meter gelaufen. Dort Fünfter am Donnerstag geworden. Adam Gimini. Hier haben wir ihn, den Briten, den 23-Jährigen. Weltmeister geworden mit der Staffel über 4x100 Meter. Und dann einer, der ist schon lange mit dabei, Christophe Lemaitre, der 27-Jährige. Erst 27, eine Bestleistung vor 6 Jahren aufgestellt. 9,92 als erster weißer Sprinter unter 10 Sekunden damals. Und er hat ein Heimspiel. Lukas Jakubczyk vom SCC Berlin. Sechster war er bei der DM über die 100 Meter. Aber er hier, Ramil Guliyev, gebürtiger Aserbaidschaner, seit 2013 für die Türkei startend. In London hat er den großen Favoriten geschlagen. Wade van Niekerk, Usain Bolt, hat sie ja auf diese Strecke verzichtet. Ganz wichtig, kein Fehlschlag, alle gut rausgekommen. Julian Reuss hängt jetzt so ein bisschen zurück auf Guliyev. Der 200 Meter Läufer, überhaupt keine Möglichkeit für Julian Vocht. Überlegen vorne mit einer tollen Zeit, 9,91 Sekunden. Meter pro Sekunde Rückenwind. Schneller als bei den Trials. Guliyev 10,09. Gimini 10,10. Also fort mit einem tollen Rennen. Noch ist die Zeit von Julian Reuss nicht da. Schon erst 60 Meter war klar, dass er dieses 100 Meter Rennen hier bei Mistaf in Berlin gewinnen wird. Schauen wir mal auf den Start. Da hängt er noch so ein bisschen zurück, da man auf Band 3. Da richtet er sie auf und dann ab 50, 60 Meter ein lockerer Lauf für ihn. Aus den Unterschenkeln sehr gut nach vorne gearbeitet. Julian Reuss da schon Siebter. 10,34 jetzt für ihn. Lukas Jakubczyk hat es am Ende auch locker ausklingen lassen. 10,66. Also es ist nicht die Saison des 29-Jährigen vom TV Wattenscheid. Dessen Ziel ist ja ist, wo seine Grenzen sind. Das will er austesten. Und da hat er gerade mit Blick auf die Europameisterschaften ja schon in London angekündigt, dass er stärker zurückkommen wird oder zurückkommen will, als es in dieser Saison für ihn gelaufen ist. Kleines Update vom Diskuswerfen.